Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch. Wir gucken uns heute zwei Gaming-Mats an, die uns freundlicherweise von der Firma Deep Cut Studio zur Verfügung gestellt wurden. Und zwar einmal die Matte Gothic Ruins in der Größe 44x60 für die Schlachtgröße Einsatzverband von 40k, die ihr übrigens im Rahmen unseres 1000er Abonnenten Special Gewinnspiels noch bis Sonntag gewinnen könnt. Folgt einfach dem Link hier oben, klickt auf den Podcast, lasst uns einen netten Kommentar da und schon nehmt ihr teil. Dann testen wir noch das Decor Red Planet in 22x30 für Killteam. Diese Matte werdet ihr in Zukunft auch in einigen unserer Battle Reports sehen. Deep Cut Studio ist Hersteller von Gaming Mats sowie weiterem Spielzubehör. Und besonders die Gaming Mats haben es uns angetan, denn wenn ihr mal schaut, diese gibt es in allen möglichen Größen, Materialien sowie unfassbar vielen Designs für nahezu jedes Spielsystem. Die Spielmatte Gothic Ruins in Mauspad-Material und der Größe 44x60 liegt mit knapp 60 Euro im Vergleich zu anderen Herstellern im ganz normalen Preissegment, in dem sich auch die kleinere Matte im Mauspad-Material mit 27,90 einreiht. Beide Dekore sind ob ihrer schlichten Designs dennoch abwechslungsreich, die Farben sind satt und die Druckqualität ist selbst aus der Nähe betrachtet immer noch wirklich scharf. Während wir bei der Breite der größeren Spielmatte eine Punktlandung von 44 Zoll verzeichnen können, ist leider in der Länge von 60 Zoll irgendwo ein halber Zoll verloren gegangen, was dem Spielen selbst auf dieser Matte aber keinen Abbruch tun wird. Dafür liegt die kleinere Matte mit 22 Zoll in der Breite und 30 Zoll in der Länge im exakten Maß. Insgesamt haben uns beide Matten überzeugt. Wenn ihr also eine Matte braucht, schaut vorbei bei Deep Cut Studio. Wir bedanken uns für die Möglichkeit dieses Reviews und sagen bis bald.